Hallo, heute möchte ich mit euch einen Blick in das neue Erweiterungspaket Kino und TV werfen. Das Erweiterungspaket kann mit Photovision, Videovision und Stages 2023 verwendet werden. Nach dem Kauf wird das Erweiterungspaket automatisch mit deinem Programm verknüpft. Du findest dann unter Datei öffnen ein Beispielprojekt, das einige der Effekte in Aktion zeigt. Am Reiter intelligente Vorlagen findest du eine intelligente Vorlage. Den größten Teil des Paketes findest du am Reiter Objekte. Gebe zum Beispiel unten das Wort Kino ein und du findest alle Inhalte. Das sind Hintergründe, Soundobjekte, Effekte und Animationen und noch einige Dekorationen, also Grafiken. Schauen wir uns einige der Elemente genauer an. In der Timeline habe ich bereits einige Fotos und Videos, wie man sie zum Beispiel für ein Geburtstagsvideo verwenden könnte. Die Videos besitzen eine recht hohe Auflösung und damit ich hier nicht in Schwierigkeiten komme, während ich die Aufnahme laufen lasse und die Videos abspiele, erzeuge ich von meinen Videodateien Proxy-Videos, das heißt Stellvertreter-Videos mit einer kleineren Auflösung. Und dann geht auch alles ganz flüssig und schnell. Das aber nur am Rande, denn wir wollen uns ja die Effekte aus dem Kinopaket angucken. Für mein Video brauche ich als erstes ein Intro. Dafür ziehe ich mir das Projektor-Objekt in die Timeline. Beim Abspielen hört man sogar ein Projektorgeräusch und man sieht, wie etwas auf eine Leinwand projiziert wird. Dieses Etwas kann zum Beispiel ein Text sein. Also holen wir uns einmal ein Textobjekt und ich lege es in den Projektoreffekt. Dann passe ich meinen Textinhalt an und auch die Ausrichtung, die Textgröße, die Textfarbe. Hier nehme ich kein totales Schwarz, sondern eher ein sehr dunkles Grau. Und das sieht doch recht gut aus. Ich kann in diesen Projektoreffekt auch noch ein Bild oder Video hinzufügen. Die Dauer vom Text und die Dauer vom Video mache ich gleich lang. Und so sieht das bis jetzt aus. Aber das Video ist mir hier ein bisschen zu normal. Beim Intro darf es ja gern etwas aufwendiger sein oder effektvoller sein. Deswegen ziehe ich noch einen Effekt auf das Video, und zwar den Schmalfilm. Dieser überlagert nun mein Video mit einigen Störungen und Bildanpassungen. Okay. Als nächstes kommt in meiner Bilderfolge ein Foto und auch dieses möchte ich mit einem passenden Effekt versehen. Ich ziehe diesmal den Röhrenbildschirm-Effekt auf das Foto. In den Eigenschaften der Effekte sind zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Hier kann ich zum Beispiel die Farbe des Farbstichs beeinflussen. Da wähle ich so ein Gelb-Orange. Die nächsten beiden Elemente sollen auch mit dem Effekt versehen werden. Deswegen ziehe ich die einfach mit in den Röhrenbildschirm-Effekt. Und wir spielen es einmal ab. Okay, was hier gut wirken kann, ist eine Vignette. Ich klappe den Röhrenbildschirmeffekt zu und ziehe mir den Vignetten-Effekt auf den Röhrenbildschirmeffekt. Und nun kann man erkennen, dass hier bei allen drei Fotos bzw. Videos dieser eingefärbte Rand erscheint. Noch kommen die Fotos und Videos direkt hart hintereinander geschnitten. Ich gebe allen noch eine Überblendung, damit die Übergänge spannender aussehen. In diesem Fall eine Vision-Überblendung. Dazu soll es an dieser Stelle auch ein paar Textinformationen geben. Ich ziehe mir also hier ein Textanimationsobjekt in die Timeline. Das sind bereits fertig animierte Beschriftungen, bei denen ich nur noch meine Texte anpassen brauche. Und weil es so schön ist, füge ich gleich noch einen zweiten Text hinzu und dann kopiere ich diesen einfach nochmal und füge ein drittes Textobjekt ein. Und dann sieht diese Passage so aus.
Das nächste Videostückchen möchte ich etwas altern lassen. Deswegen erhält es von mir den Filmkorn-Effekt. Damit entsteht ein Effekt, wie man ihn vom analogen Film eigentlich herkennt und den man damals eigentlich vermeiden wollte. Und das kann einfach so ganz glatte, saubere digitale Videoaufnahmen etwas lebendiger, etwas nahbarer wirken lassen. Außerdem nutze ich hier mal noch einen Farbeffekt, der standardmäßig im Programm vorhanden ist, und zwar den Effekt Farbeffekte. Damit kann man zum Beispiel ein Foto oder Video ganz einfach schwarz-weiß machen. Und ab zum nächsten Filmschnipsel. Da erinnern wir uns zusammen einfach mal an die 80er Jahre und wie das so damals war mit den VHS-Videokassetten. Auch hier gäbe es wieder ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, aber ich lasse das jetzt einfach erstmal so und kann da auch gegebenenfalls später nochmal feintunen. Hier darf dann auch noch eine etwas knalligere Farbe bei der Bildbeschriftung hinzukommen. Um den Text zu verlängern, kann man hier einfach den Farbverlauf länger ziehen und auch das Textobjekt auf die passende Dauer ziehen. Gut zu diesem Thema passt übrigens auch der LUT-Effekt, den ihr ebenfalls standardmäßig in PhotoVision, VideoVision und Stages finden könnt. Den ziehe ich hier auf dieses Disco-Video, was mir so ein wenig zu schwarz rüberkommt. Halt, erst zeige ich nochmal, wie es ohne aussieht. Und jetzt mit LUT-Effekt. Und dort wähle ich aber nicht grünes Drama, sondern die Vorlage grün-gelb. Und dann nähern wir uns schon dem Ende. Für dieses Video aktiviere ich mal die Live-Vorschau, damit ich es besser schneiden kann. Denn hier passt ganz prima der Fotoshooting-Effekt. Ich teile das Video in 4 Abschnitte und ziehe dann auf jeden der 4 Schnipsel den Effekt Fotoshooting. Und mehr brauche ich da gar nicht tun. Wenn ich nicht will, beim Abspielen sieht das so aus. Ah. Hier muss ich doch nochmal nacharbeiten. Durch das Schneiden hat das Video hier die Ausblendung abrupt abblenden bekommen, was nicht auffällt, wenn man keine Einblendung hat. Aber da der Effekt für eine Einblendung sorgt, sieht man zwischendurch immer noch einen Videovorgänger. Deswegen alle Videoschnipsel markieren und die Ausblendung auf Liegen lassen setzen. Und dann klappt es auch mit dem Abspielen. Am Ende darf dann gerne nochmal eine Textanimation erscheinen. Dann nehme ich noch einmal die pinke Vorlage hier. Und da darf auch der Text deutlich größer erscheinen und etwas länger zu sehen sein. Und dann werfe ich noch die Nebelmaschine an, betreibe noch etwas Feintuning und gebe Musik hinzu. Und dann ist mein kleines Beispielprojekt fertig. Schaut es euch gern noch einmal an. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich am Ende über einen Daumen nach oben. Danke!